So, Freunde, weiter geht es mit einer neuen Folge von Clash Royale. Wir sind in der letzten Folge, ja, die ist schon länger her, stehen geblieben und wir hatten da, glaube ich, nicht so viel gemacht. Wir öffnen mal erstmal die Gratistruhe. Ja, okay, mal wieder nur Scheiße dabei. So, nochmal eine weitere Gratistruhe. Okay, das ist sehr freundlich von denen. Die silberne Truhe. Okay, alles klar. So, dann haben wir nochmal hier eine Riesentruhe. Die werde ich öffnen, bevor wir hier die Clantruhe öffnen. Übrigens haben wir 10 von 10 geschafft. Da habe ich mich echt richtig drüber gefreut. Das war echt cool. Vielen Dank dafür, dass ihr alle so gut mitgemacht habt. Beziehungsweise es haben nicht alle gut mitgemacht, weil wenn wir mal gucken, Truhe. Donnertimo wird auf jeden Fall erstmal befördert. Das hat er sehr gut gemacht. So, dann haben wir keine Beförderung mehr, weil Kleiner ist schon Ältester. Und ich habe mir überlegt, wir müssten nochmal ein paar neue Regeln aufstellen, weil Elster soll ja immer noch irgendwie was ganz Besonderes sein. Und wenn man, ich habe ja gesagt 100 Kronen für Ältester, das haben jetzt 2 Leute geschafft. Einer ist schon Ältester, der Kleine. Und wenn man jetzt zum Beispiel guckt, dass Philipp nur 42 geschafft hat und der ist Ältester, müsste ich ihn eigentlich degradieren. Aber dann muss ich mir noch echt mal wirklich überlegen, ob das wirklich so gemacht werden sollte. Ansonsten haben wir hier, glaube ich, doch hier. Keiner mag Züge. Und ich habe mir überlegt, vielleicht noch so einen Schutz zu haben. Wenn man zum Beispiel Ältester ist und dann keine 5 Kronen schafft. 5 Kronen ist echt nichts, wirklich, Leute. Das ist sehr wenig. Das schafft man in 10 Minuten, sage ich mal. Und man hat dann echt 3 Tage Zeit, um da ein paar Kronen zu sammeln. Ja, wenn man dann irgendwie Ältester ist, dann kriegt man nur eine Degradierung und keinen Rauswurf. Das war so meine Idee dahinter. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das okay so findet. Ansonsten werde ich das wahrscheinlich so durchziehen, weil ich es kann. So, öffnen wir mal die Gratis-Truhe. Riesentruhe, okay, ein bisschen Gold. Ah, 17 Barbaren. Und ein paar Feuergeister, das ist gut, weil die würde ich schon gerne mal irgendwann mal upgraden. So, dann haben wir nochmal Ritter einmal und 37 mal Ofen. Mann, das ist echt eigentlich eine riesen Enttäuschung, in der Riesentruhe so eine Scheiße zu haben. Ja, müssen wir hoffen, dass wir auf, ich habe nämlich hier gelesen, da hatte irgendjemand schon da eine Legi gezogen. Habe ich nicht verpasst? Oh, hier, yeah, Happy, genau. Herzlichen Glückwunsch dafür. Gucken wir mal sein Profil an. Da ist der Friedhof. Den hätte ich auch gern gezogen, aber ja, gucken wir mal. Wir gucken mal, Leute, wir gucken mal. Gold ist immer gut. 30 Schlakaien. Das sind, glaube ich, die normalen, die Dreien. Die drei, ja. Das ist keine Gruppe. Diese Horde. Ja, ja, okay, danke. So, Tesla. Okay, benutze ich gar nicht. Sieht man ja auch an den Karten, dass ich das nicht wirklich verbessert habe. So, Barbarenhütte. Okay, alles klar. 5-mal Barbarenhütte. Auch irgendwie unwichtig, meiner Meinung nach. So, 35 mal Ritter. Den könnten wir wahrscheinlich schon auf Level 30 hochjagen. Ne, Quatsch. Level 30 nicht. Aber so 8, 9, denke ich mal schon, mit den 800 noch was Karten. So, Skelette 142. Oh Gott, nur Scheiße drin, Leute. Nur Scheiße. Und jetzt wird wahrscheinlich wieder keine Legi kommen, sondern nur so eine epische Scheiße. Was habe ich gesagt, ey? Was habe ich gesagt, ey? Ich habe es euch gesagt, Leute. Es ist einfach nur zum Haare raufen. Ich krieg einfach zum Verderben keine vernünftigen Karten. Und dementsprechend tummeln wir da uns bei 2000 Trophäen rum. Ich lasse mich oft und gerne mal absteigen, damit wir einfach mal schneller ein paar Trophäen holen können, beziehungsweise Kronen. Weil das ist echt anstrengend, Leute. Das ist bitter, dass man so schwer hier an vernünftige Karten kommt. Und manche kommen hier in den Clan und kriegen dann so geniale Karten. Aber das ist heftig. Also ist schon schade, was ist, wenn wir den Spiegel verbessern. Legendäre Karte plus 2. Wow, okay. Das ballert natürlich. Ich weiß nicht, ob der Spiegel wirklich so eine gute Karte ist. Und ob ich den wirklich so verbessern sollte. Keine Ahnung. Ich glaube, machen wir mal. Oder? Machen wir mal. Ja, ich lasse euch abstimmen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, wenn ich den Spiegel für 4000 Münzen verbessere. Oder ob der Spiegel einfach nur eine super epische Scheißkarte ist. Keine Ahnung, was ihr davon haltet. Gift finde ich auch ganz cool. Das ist sehr gut, wenn ich den Riesen platziere. Und dann, wenn er auf den Turm zuläuft, dass man da nochmal Gift drüber schmeißt, falls irgendwie Skelette gespawnt werden oder irgendwelche Lakaien oder sowas. Das ist so meine Taktik im Moment. Und wir brauchen nur 3,4 Elixier. Von daher
denke ich mal, bin ich ganz gut bedient damit. Aber uns fehlt trotzdem irgendwie eine legendäre Karte. Die fehlt mir wahnsinnig. Vielleicht habe ich auch zu viele Zauber drin. Wir haben insgesamt 3 Zauber drin. Den Spiegel, den Feuerball nehme ich jetzt auch mal unter Zauber auf. Und natürlich das Gift. Naja, okay. Ich würde mich über eine Bewertung freuen, Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen und nicht vergessen, in die Kommentare zu schreiben, was ihr von dem Spiegel haltet und wie das sein kann, warum ich immer noch so schlechte Karten habe. Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Ich würde mich freuen, wenn ihr diese Folge positiv bewertet. Statt Bücher lese ich lieber Kommentare, also lasst ruhig ein paar Zeilen da. Um kein Video mehr zu verpassen, dürft ihr gerne kostenlos abonnieren. Falls ihr noch andere Videos anschauen wollt, klickt eines der beiden Videos hier rechts an. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Dankeschön, Freunde.